Juhu, ihr seht, es gibt mal wieder neue Klemmbausteine von Bluebricks. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Klemmen. Wenn ich sie einfach mal umdrehe, die kleine lieblos braune Verpackung, dann seht ihr, es handelt sich auch um eine ganz besondere Lok, die wir heute zusammenbauen, nämlich von der Deutschen Reichsbahn. Die kleine Lokomotive der Leistungsgruppe 2. Ja, eine kleine Köf-Köf. Na dann, legen wir mal los. Es sind 447 Steine, die wir hier haben. Also ein nicht so riesiges Set, aber trotzdem eins, was uns, glaube ich, im nächsten Stündchen viel Spaß bereiten wird. Also, legen wir mal los. Auspacken als erstes, sortieren als zweites und dann können wir Schritt für Schritt für Schritt alles zusammenbauen. Auf geht's! So, das sind wir doch ganz gut vorangekommen, aber der aktuelle Schritt ist ein bisschen so eine Friemel, eine Fusselarbeit. Das sind hier so ganz kleine schwarze Zylinder, die sind auch innen hohl, aber die schwarzen Zylinder soll man, kriege ich es euch gezeigt? Ja, Moment mal, da, die soll man da reinsetzen, in die Lücken. Das ist nicht ganz ohne. Oh, und da habe ich einen schon falsch gesetzt. Den muss ich erstmal noch wieder rausholen. So, da habe ich ihn. Und den muss ich jetzt. Oh, kriege ich das scharf? Da so. Der soll hier zwischen die... Nee, das mag er gar nicht scharf stellen. Da. Der soll zwischen die... diese Nupsis, die auf der Rückseite sind. Also mit diesem blauen Hilfsstab reindrücken. Vorsichtig festhalten und dann den blauen Stab wieder rausziehen und das entsprechend viermal. Und damit sind wir doch dann schon fertig. Ach, die ist richtig hübsch geworden. Auch wenn das Rot jetzt nicht ganz so gut rüberkommt, wie es in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit ist es ein
bisschen ein dunkleres Rot. Aber ich fange euch mal gleich noch Bilder ein und ihr merkt schon am wechselnden Lichtspiel, dass es heute sehr wechselhaftes Wetter ist. Aber es hat gar nicht so lange gedauert, die zusammenzubauen und ich glaube, sie passt sehr gut zum Rest meiner kleinen Sammlung. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet beim Zuschauen und wir sehen uns dann vielleicht bald wieder. Tschüss!